Diese Erfahrung machte ich, als ich 16 Jahre alt war, ein Alter voller Herausforderungen und Veränderungen. Wie die meisten Jungen durchlief ich mit dem Eintritt in die Pubertät große körperliche und geistige Veränderungen. Diese Veränderungen machten mich emotional instabil und ich erlebte oft emotionale Höhen und Tiefen und war impulsiv. In dieser Zeit wurde das Verhältnis zu meinem Vater angespannt, und wir stritten uns oft über Kleinigkeiten. Ich begann, nach Unabhängigkeit zu streben und versuchte, mich aus meiner Abhängigkeit von ihm zu lösen. Wir stritten uns oft wegen Kleinigkeiten. Ich war verwirrt und gelangweilt von meiner Familie. Ich begann, die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern in Frage zu stellen und war mir über meine Rolle darin nicht im Klaren. Manchmal fühlte ich mich allein und nicht gewürdigt und hatte das Gefühl, dass niemand meine innere Unruhe und meine Kämpfe wirklich verstand. Gleichzeitig begannen sich Zukunftsängste in meinem Kopf einzunisten. Ich machte mir Sorgen, ob ich jemals meinen eigenen Weg finden würde. Irgendwann kam es zu einem heftigen Streit zwischen meinem Vater und mir. Der Grund für den Streit war mein Studium. Zu dieser Zeit befand ich mich in einer kritischen Phase der Highschool und stand vor wichtigen Prüfungen und Entscheidungen. Ich fühlte mich gestresst und musste mich auf mein Studium konzentrieren, aber mein Vater war in akademischer Hinsicht sehr streng mit mir und seine Erwartungen frustrierten mich. Die Auseinandersetzungen wurden immer emotionaler, und ich konnte den Stress und die Spannungen in meiner Familie nicht mehr ertragen. Ich beschloss, für eine Weile von zu Hause wegzugehen und für ein paar Tage zu einem Freund zu fahren, um zur Ruhe zu kommen. Es war ein heißer Sommertag, und das heiße Wetter hielt schon seit fast 2 Monaten an. Die Menschen sehnten sich nach einem rechtzeitigen Regenfall. Am letzten Tag im September änderte sich der Himmel. Zu dieser Zeit spielte ich mit einem Freund Basketball. Wir sahen, dass es zu regnen begann, und gingen zu seinem Haus zurück. Wir hörten das Geräusch von Regentropfen, die gegen das Glas vor unserem Fenster prasselten. Wir waren aufgeregt und konnten es kaum erwarten, aus dem Haus zu gehen und den lang erwarteten Regen zu erleben. Wir spürten die Veränderung in der Luft. Der Regen tropfte sanft auf uns herab. Während wir im Regen spielten, schlug ein Blitz in mich und in einen nahen Baum ein. Ich spürte sofort, wie mein Körper die Kontrolle verlor und zu Boden fiel. Es geschah so plötzlich, dass ich keine Zeit hatte, irgendwie zu reagieren. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich nichts gespürt, als der Blitz in mich einschlug. Es floss kein Strom durch meinen Körper und ich spürte keinen Schmerz. Auch die Geräusche um mich herum wurden langsam leiser. Ich lag auf dem Boden und mein Bewusstsein verschwand zunehmend. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch am Leben war. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich an einem mir unbekannten Ort. Es schien ein Beobachtungsraum zu sein, in dem ein Film an die Wand projiziert wurde. Ich war überrascht, als ich feststellte, dass es sich bei den Ausschnitten um Szenen aus meinem früheren Leben handelte. Ein Bild beeindruckte mich besonders, denn es versetzte mich in meine Kindheit zurück. Damals hatte das Kind meiner Nachbarin gerade ein neues Fahrrad gekauft. Er fuhr mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft. Ich war innerlich sehr neidisch. In diesem Bild sah ich mich selbst näher an den kleinen Jungen herankommen. Ich wollte ihn vor allen Leuten lächerlich machen. Ich drückte ihn fest an mich. Damals war mir nicht bewusst, welchen Schaden ich ihm damit zufügte. Als ich dieses Bild hier sah, war ich schockiert über mein eigenes Verhalten. Ich erkannte den Schaden, den dieser scheinbar kleine Streich bei ihm angerichtet hatte. Ich fühlte mich schuldig und reumütig und war mir bewusst, dass ich damals unverantwortlich und grausam gehandelt hatte. Dieses Bild führte mir vor Augen,
dass es nicht nur für andere schmerzhaft ist, andere zu verletzen, sondern auch für mein eigenes Herz. In diesem Beobachtungsraum wurde ich weder verurteilt noch beschuldigt. Plötzlich spürte ich die Gegenwart einer starken Energie um mich herum. Ich dachte, er sei Jesus. Obwohl ich sein Bild nicht mit meinen eigenen Augen sah, konnte ich seine Gegenwart und die Liebe und Wärme, die er ausstrahlte, spüren. In seiner Gegenwart war es, als ob ich das gesamte Wissen des Universums erlangt hätte. Alle Fragen wurden beantwortet und sie waren voller tiefer Bedeutung. Ich fühlte mich nicht mehr verwirrt und orientierungslos, alles schien klar und sinnvoll. Es gab dort keine verbale Kommunikation, weil die Art der Kommunikation dort die Grenzen der Worte überschritt. Ich konnte eine direkte Verbindung zwischen Jesus und mir in meinen Gedanken spüren. Er verstand meine inneren Zweifel und meinen Schmerz. Es gab nichts, was ich vor ihm verbergen konnte. Jesus vermittelte mir ganz klar eine wichtige Botschaft: Alles dreht sich um Liebe. Die Essenz dieses Universums ist Liebe, und Liebe ist die Wurzel und die treibende Kraft aller Dinge. Er zeigte mir die Macht und die unendlichen Möglichkeiten der Liebe und vermittelte mir ein tiefes Verständnis für ihre Bedeutung und ihren Wert. Außerdem sagte Jesus mir, dass es hier keine Zeit gibt. Er erklärte, dass die Zeit nur ein Konzept ist, ein vom Menschen geschaffenes Werkzeug. Ihre einzige Funktion ist es, uns daran zu erinnern, wann wir etwas tun sollten. Hier erlebte ich das Gefühl, die Zeit zu überschreiten, wo alles im gegenwärtigen Moment geschieht und Vergangenheit und Zukunft ineinander übergehen. Ich verstehe, dass das vielleicht verrückt oder schwer zu verstehen ist, aber hier werden diese Ideen sehr klar und real. Auch hier konnte ich sehen, wie es auf der Erde war. Ich sah mich selbst in einem Krankenhausbett liegen. Ich konnte deutlich sehen, was um mich herum war. Meine Sinne wurden extrem scharf. Und ich konnte heranzoomen und mich auf das konzentrieren, was sich in meinem Blickfeld befand. Ich spürte keinen Schmerz, sondern fühlte mich im Gegenteil jetzt sehr ruhig und gelassen. Ich hörte ein Gespräch zwischen dem Arzt und meinem Vater. Der Arzt teilte meinem Vater mit, dass ich seit einer halben Stunde bewusstlos sei und dass ich, selbst wenn ich in diesem Moment aufwachen würde, wahrscheinlich einen schweren Hirnschaden hätte. Ich hatte das Gefühl, dass die Ärztin unprofessionell war und nicht verstand, in welchem Zustand ich mich in diesem Moment befand. Tatsächlich fühle ich mich jetzt besser als je zuvor. Mir wurde klar, dass meine Seele nicht Teil meines Körpers ist. In diesem Moment transzendierte ich die Grenzen meines physischen Körpers und wurde zu einem stillen Beobachter. Es interessierte mich nicht, was im Krankenhaus geschah, denn mein Blick war auf eine höhere Ebene gerichtet. Ich war nicht mehr durch die Zwänge von Zeit und Raum gebunden. Obwohl ich dieses Gefühl nicht genau mit Worten beschreiben kann, hinterließ es einen tiefen Eindruck in meinem Herzen und veränderte meine Sicht auf das Leben und die Existenz. In dieser Zeit stellte mich Jesus vor die Entscheidung, hier zu bleiben oder auf die Erde zurückzukehren. Es war eine schwierige Entscheidung, die mich in einem Zustand des inneren Konflikts und des Kampfes zurückließ. Hier fühlte ich unendliche Liebe und Frieden. Ich war eingehüllt in eine überwältigend schöne Energie, eng verbunden mit der Liebe Gottes. Doch ich sah auch meine Mutter. Sie weinte im Krankenhaus. Ich konnte den Schmerz in ihr spüren. Ich wusste, wenn ich mich entschied, hier zu bleiben, würde sie mich für immer verlieren, was ihr unsagbaren Kummer und Schmerz bereiten würde. Schließlich traf ich eine schwierige und schmerzhafte Entscheidung. Ich entschied mich, auf die Erde und zu meiner Familie zurückzukehren. Als ich meine Entscheidung traf, sandte Jesus seinen Segen auf mich. Plötzlich begann eine unsichtbare Kraft, mich zu leiten. Meine Seele löste sich von hier.
In diesem Moment sah ich einen hellen Lichtblitz, der die ganze Szene erhellte. Meine Seele verband sich wieder mit meinem Körper. Langsam spürte ich die Anwesenheit meines Körpers und nahm die Temperatur und die Geräusche um mich herum wahr. Mein Bewusstsein kehrt in meinen Körper zurück. Ich spürte den Rhythmus meines Atems, das Schlagen meines Herzens und das Gefühl, wie das Blut durch meinen Körper floss. Langsam öffnete ich meine Augen und sah die weißen Wände des Krankenhauszimmers. In dem Moment, als ich in meinen Körper zurückkehrte, begriff ich, dass dies eine Wiedergeburt war. Dankbar legte ich meine Hand auf meine Brust und spürte meinen Herzschlag. Das Gesicht meiner Mutter zeigte Überraschung, als sie sah, dass ich wieder lebte. Sie kam schnell zu mir, umarmte mich fest und sagte zärtlich, "Mein Kind, endlich bist du aufgewacht." Ich spürte, wie ihre Liebe mich umhüllte und mein Herz erwärmte. Ich wusste, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Als ich meiner Mutter von dem Erlebnis erzählte, dachte sie, es sei nur ein Traum. Ich weiß, dass ihre Reaktion von einem Mangel an Verständnis für übernatürliche Erfahrungen herrührte. Für mich war es jedoch eine echte und tiefgreifende Erfahrung, die nicht einfach als Traum oder Halluzination eingestuft werden konnte. Damals war der Begriff Nahtoderfahrung noch nicht weit verbreitet und nur wenige Menschen sprachen offen über solche Erlebnisse. Es gab ein tiefes gesellschaftliches Stigma gegenüber dem Paranormalen und so entschied ich mich, zu schweigen und die Erfahrung tief in meinem Inneren zu verbergen. Ich wusste, dass eine solche Erfahrung von der Gesellschaft nicht akzeptiert oder verstanden werden würde. Mit der Zeit habe ich gelernt, diese Erfahrung zu akzeptieren. Ich respektiere die unterschiedlichen Ansichten und Überzeugungen, die jeder über übernatürliche Erfahrungen hat. Heute, 41 Jahre später, bin ich immer noch davon überzeugt, dass die Erfahrung real war und dass sie mein Leben tiefgreifend beeinflusst hat. Obwohl ich nicht öffentlich darüber spreche, erinnert es mich ständig daran, wie wichtig Liebe und Toleranz sind. Als das Internet immer beliebter wurde und sich die Informationen verbreiteten, begann ich, Artikel und Geschichten über Nahtoderfahrungen im Internet zu lesen. Ich fand mehr und mehr Menschen, die ähnliche Erfahrungen und Gefühle teilten. Online fand ich eine verständnisvolle und akzeptierende Gemeinschaft von Menschen, die ihre eigenen Nahtoderfahrungen mitteilten. Ich fühlte mich nicht mehr allein. Im Laufe der Jahre wurde der Begriff Nahtoderfahrung alltäglich, und er wurde zu einem heißen Thema für Diskussionen und Forschung. Es wurden immer mehr Bücher und Dokumentarfilme veröffentlicht. Das Thema wird nicht mehr ignoriert oder an den Rand gedrängt, sondern ist zu einem viel diskutierten Bereich geworden. Das freut mich sehr, denn es bedeutet, dass mehr Menschen beginnen, dieses Phänomen zu akzeptieren. Wenn mich jemand fragt, glaubst du, dass es Gott wirklich gibt? Meine Antwort wäre ja. Wenn Schwierigkeiten auftreten, ist es für Menschen schwierig, sich auf ihre eigene Kraft zu verlassen, um inneren Trost und Stärke zu finden. Eines Tages fand ich eine Bibel in meinem Haus. Ich hatte sie nie sorgfältig gelesen, weil ich ihren Inhalt zu unübersichtlich fand. Ich schlug zufällig eine Seite auf der von der Weisheit Gottes die Rede war. Ich las und dachte sorgfältig darüber nach, und ich begann, die Tiefe der Bedeutung zu spüren. Ich begann zu verstehen, dass Gottes Weisheit, egal wie komplex die Dilemmas sind, mit denen wir konfrontiert sind, sie alle überwinden kann und mir Führung und eine klare Richtung gibt. Seine Weisheit wird uns den Mut und die Kraft geben, alles zu bewältigen. Ich spürte Gottes Liebe und Fürsorge, was mir inneren Trost und Frieden gab. Nach diesem Vorfall habe ich oft in der Bibel nach Weisheit und Führung gesucht und sie auf mein Leben angewandt. Ich bin mir der Auswirkungen meiner Handlungen und Entscheidungen auf mich und andere bewusst.
Ich habe gelernt, demütiger und nachsichtiger zu sein. Ich habe gelernt, Gott in Zeiten der Not um Hilfe zu bitten und ihm zu vertrauen, dass er Lösungen für mich bereithält. Ich vertraue darauf, dass sein Plan immer der beste ist.